Come on, jump in and get inspired. Hallo, ich möchte euch mal kurz zeigen, wie ich unterwegs, wenn ich auf Reisen bin, meine Foto- und Filmdaten sichere. Hier so mein kleiner Aufbau. Also ich habe ein Tablet und zwar aus dem Grunde, weil er eigentlich viel weniger Energie verbraucht als ein Laptop und auch relativ klein ist. Das kann man mit Tastatur oder sogar ohne Tastatur halt dann auch haben. Dann ist es noch kleiner, das ganze System, und man muss die Tastatur auch nicht extra laden. Und dann habe ich mir so ein Card Reader und Hub, in diesem Fall von Inatec, gekauft. Das ist nicht sehr teuer gewesen, das hat sich gelohnt und das hat verschiedene Zugänge. Hier ein USB 2.0, USB 2.0. Nochmal ein USB 2.0, da kann man SD-Karten und MicroSD, passt nicht so ganz rein in das Teil, machen, aber man kann ja die MicroSD-Karten mit einem Adapter reinschieben. Hier ein Memory Sticks von Sony und noch die kleine Version, das habe ich noch nicht ausprobiert, der Memory Stick passt schon sehr gut rein. Und das Teil ist über einen eigenen Kabel hier mit dem Tablet verbunden und an diesem einen USB hier habe ich eine 500 GB SSD-Karte, in diesem Fall von Samsung, angeschlossen. Das ist echt genial, weil da hat man keine beweglichen Teile wie bei normalen externen Festplatten, die sich drehen und dementsprechend einen Schaden nehmen können bei Erschütterungen, wenn man das zum Beispiel unterwegs in einem Auto oder in einem Zug macht. Und so weiter und so fort. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Man könnte rein theoretisch hier auch praktisch gleich zwei von diesen SSD-Karten anschließen. Dann würde ich das quasi doppelt sichern, auf diese und auf die zweite. Aber ich mache das so, dass ich die quasi einmal da drauf sichere und einmal hier auf der originalen SD-Karte, zum Beispiel hier von Infotokarte, und einmal auf der Karte habe. Und die nehme ich dann immer wieder raus. Ich mache bewusst kleinere Karten in die Fotoapparate und in die Filmkameras rein, sodass, wenn sie voll sind, ich sie rausnehme und dann die nächste verwende, sodass sie gesichert sind. Das heißt, falls mir die Kamera geklaut werden sollte, dann habe ich die raus und dann werden mir nur wenige Fotos geklaut. Und die Fotos, die ich jeden Tag mache, die sichere ich auch jeden Tag mit diesem System. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Man muss quasi ein bisschen Selbstdisziplin haben und nach einem anstrengenden Tag oder spätestens am nächsten Morgen das Ganze machen, anstatt irgendwo rum zu chillen. Aber naja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich die ganzen SD-Karten auch noch nummeriere. Hier so kleine Nümmerchen nummeriere und dann in einem Heftchen das Ganze mir eintrage, was ich dann auch so gefilmt habe oder fotografiert habe. Das ist jetzt ein bisschen chaotisch, wie man sieht, aber man kann es trotzdem noch weniger chaotisch machen. Das werde ich auch dann demnächst ändern. Und dann hat man so quasi grob auch die Stationen aufgeschrieben und man kann das im Nachhinein zuordnen, weil unterwegs habe ich keine Lust, ehrlich gesagt, jedes Foto oder alle Fotos, alle Filme, die Dateien umzubenennen und dann irgendwelche Attribute zu den Sachen zu schreiben. Das mache ich dann lieber alles zu Hause in Ruhe in der Nachbearbeitung und Aussortierung der Fotos. Und deswegen mache ich das so. Da versuche ich mir die Arbeit etwas unterwegs leichter zu machen.